Am 26. Juni habe ich dieses Video hier hochgeladen, nämlich dass der erfolgreiche Copytrader David Franke, der eigentlich aufgehört hatte, in die zweite Runde geht. Entsprechend hoch waren die Erwartungen an sein neues Projekt. Heute, etwa 2,5 Monate später, schauen wir uns mal an, was da draus geworden ist. Und ich kann jetzt schon sagen, Erwartungen und Realität liegen relativ auseinander. Dazu gehen wir hier direkt rein in RoboForex und hier seht ihr oben, ich habe alle 5 Trader offen. Wir schauen uns einfach mal die Performance von allen 5 an. Einmal kurz allgemein die Performance und nachher, was heißt das tatsächlich in Zahlen für mich. Wir schauen uns an ab dem 26. Juni, denn da ging das Video online. Das heißt, Trader Nummer 1, wir stellen hier einfach auf den 26. Juni. Und da habe ich mir gleich mal gedacht, Timing ist doch einfach ein Direkt an den Tag, an dem das Video online gegangen ist, hat er erstmal von 57 auf 34% im Endeffekt Minus gemacht. Da ging was richtig schief. Also ist natürlich immer noch im Gesamtvergleich gut im Plus. Aber hier, wenn natürlich ihr vielleicht an dem Tag eingestiegen seid, Dankeschön. Ja, seitdem 37%, wir sind noch weiter runter, wieder hoch, wieder runter. Jetzt im Endeffekt sind wir auf 31%, das heißt, dieser Trader hat tatsächlich leider seitdem Minus gemacht. Ist natürlich, wie gesagt, trotzdem noch insgesamt 31% im Plus, aber wenn ihr halt direkt hier eingestiegen seid, ist halt blöd. Wir gehen weiter zum zweiten Trader. Hier ähnliches Spiel, direkt nach Veröffentlichung des Videos erstmal Minus gemacht, aber er kämpft sich seitdem stetig wieder hoch. Wenn wir mal vergleichen, 11,29, 12,06, sind wir rund 0,8% im Plus. Das ist natürlich für Copy Trading nicht viel. Wenn man es mit der Bank vergleicht, in 3 Monaten immer noch voll okay. Trotzdem auch hier natürlich entsprechend mehr erwartet. Trader Nummer 3, sehen wir hier, war bei 12,99. Jetzt sind wir bei 13,98, also auch etwa 1% im Plus. Zwischendurch hier ging es ziemlich runter. Allerdings ist hier eben auch wichtig die Information, das ist eben der Swing Trader. Das heißt, wenn wir uns hier mal die den entsprechenden Chart dazu angucken, was das Eigenkapital angeht, dann sehen wir hier sind entsprechende Drawdowns vorhanden, die eben hier nachher noch umschwingen können, wenn diese Langzeittrades aufgehen und nachher dann auch wieder in interessanten Gewinnen resultieren können. Weiß man natürlich nicht vorher. Trader Nummer 4 stellen wir auch um auf den 26. Und hier sehen wir, da ging es nach dem 26. so richtig abwärts. Ich weiß nicht, vielleicht hat er mein YouTube-Video gesehen und hatte dann Druck. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, da war gar nichts. Der ist bis auf erst auf 0 gefallen, kurz danach bis auf minus 4,76%. Und dann wurde einfach dort beschlossen, dass dieser Trader eben aus dem Fonds rausfliegt, sage ich mal. Und da später jemand Neues gesucht wird. Das also leider eine ganz miese Nummer. Kommen wir zu den erfreulichen News, nämlich Trader Nummer 5. Der hat es nämlich tatsächlich geschafft, seit dem 26. von 32,5% auf bis zu 65,81%. Wir waren ja nochmal deutlich drüber, aber ja, er tradet hauptsächlich Gold und auch aus eigenen Projekten, die wir am Start haben, kann ich sagen, am 31. Juli Gold traden war nicht schön. Da kenne ich sehr viele Leute, die da ganz gut Geld verloren haben. Aber trotzdem, Trader 5 auf jeden Fall seit Videostart noch gut im Plus. Yay! So, jetzt habe ich kurz schon eigene Projekte erwähnt. Und zwar kannst du einfach mal den ersten Link in der Videobeschreibung abchecken. Das ist einfach ein Kurs, in dem ich einfach mal alles zum Thema Copy Trading, was wir so machen, ja, aufgelistet habe. Bei welchen Brokern sind wir unterwegs, welche Trader folgen wir, auf was muss man achten, was sind die Risiken, Gefahren, wie ist es steuerlich, welche Trader folge ich und so weiter. Alles eben zum Thema Copy Trading, was man da so machen kann. Ist komplett kostenlos, kannst du dir gerne mal anschauen. So, zurück zum Fonds. Was heißt das jetzt in Zahlen? Und dazu gibt es hier die Möglichkeit unter Konten und dann Konto-Historie. Jetzt kannst du dir deine einzelnen Konten anschauen. Hier habe ich zum Beispiel gerade mein Konto offen, das Trader 5 folgt. Das heißt, hier sehen wir im Zeitraum 26. Juni bis heute habe ich 52,89 € Gewinn gemacht. 14,33 € davon gingen noch an Provision an den Trader weg. Nehmen wir mal das traurige Konto. Das war Trader 4, der eingestellt wurde. Da haben wir 79,78 € Minus gemacht. Provisionen gingen nie weg, weil hat nur Minus gemacht. Und wenn ich das bei allen Konten zusammenrechne, dann kommen wir auf folgendes Ergebnis. 891 € habe ich eingezahlt. 29
Euro haben wir einmal Verlust gemacht. Einmal haben wir 1,61 Euro plus, die 79 minus und die 52,89 noch plus. Jetzt hier kurz ein lustiges Geständnis an der Stelle, nämlich Trader 3 hat bei mir keinerlei Auswirkungen, denn wenn wir mal gucken, hier ist mein Prime-Konto. Ich habe für eine andere Videoaufnahme den Trader deabonniert, um zu zeigen, wie es geht und habe dann einfach gnadenlos vergessen, ihn wieder zu abonnieren. Wenn wir jetzt hier die Provisionen, die an die Trader gezahlt wurden, nochmal abziehen, sind nochmal so 15, 16 Euro eben weg. Heißt, wir sind bei 820 Euro, heißt aktuell eben knapp 70 im Minus. Ist natürlich was ganz anderes, wie die Erwartungen waren, vor allem nachdem David eben davor ungefähr 1% am Tag hingeknallt hat und quasi nie Minus hatte. Daher habe ich mir natürlich doch etwas mehr erhofft, aber zumindest Trader 5 ist ja momentan doch auf einem sehr guten Weg dahin. Also das kann noch sehr interessant werden. Ich werde hier auf jeden Fall ein bisschen Geld zu ihm umverteilen. Hoffe dann, dass nicht, weil ich jetzt wieder ein Video mache, er plötzlich auch Minus macht. Das, wenn ja, dann mache ich immer keine Videos mehr. Hier noch eine wichtige Info, und zwar wurde es unter dem letzten Video ein paar Mal kommentiert, dass sich das eben noch in der Testphase befindet. Ja, ich dachte eigentlich, ich hatte das im letzten Video klar ausgedruckt, dass es eben gerade erst startet und man jetzt guckt, was da passiert. Deswegen nochmal die Info, das entwickelt sich gerade noch, Trader fliegen offensichtlich raus, neue Trader kommen vielleicht dazu. Von David gibt es tatsächlich momentan leider kaum Updates auf YouTube oder sonst wo, von dem her ist man da ein bisschen trocken unterwegs, höchstens mal in der Instagram-Story. Da habe ich es aber auch schon länger nichts mehr gesehen. Deswegen einfach hier immer einen Blick drauf werfen, sich die Charts angucken. Ich werde auch weiter darüber berichten, was sich da so entwickelt. Denn trotz der Startschwierigkeiten ist Copy Trading immer noch ein sehr, sehr interessantes Tool, um sein Geld eben schneller zu vermehren, wie jetzt auf der Bank oder bei Aktien. Passt damit perfekt in die Cashflow Flywheel Strategie rein. Wenn du denkst, Cashflow was? Das ist quasi meine persönliche Finanzstrategie, wie ich mein Vermögen aufbaue, indem ich eben ganz, ganz langweilige Sachen mache, wie Aktien, ETFs, Immobilien, Edelmetalle, aber eben auch solche Spielereien wie Copy Trading und andere Projekte. Wenn du da mehr zu wissen willst, was wir da alles machen, dann guck dir einfach mal dieses Video hier an. Da wird das alles erklärt.